Man nehme eine Leiter aus Metall und verbiege sie bis zum Kreis hin und fertig ist das Rhönrad. Die Details dazu, die erzählt uns jetzt Dirk Balkenohl von der Turngemeinde in Berlin. Ja, hallo, schön euch hier zu haben. Das mit der Leiter ist schon ähnlich. Ich sage dann meistens immer, es ist ein Hamsterrad, in dem man rumrollt. Oder man verbiegt einen Barren, verbindet es mit Reckstangen. Weil die Übungen, die man in dem Rad macht, sind diesem Turnen an der Reckstange und dem Barren wiederum sehr ähnlich. Also man macht auch dann die Aufschwünge, Umschwünge dann dabei, Grätschen, hohe Rollen und sowas in der Richtung. Sodass wir, wenn ich mit den Kindern trainiere, oft auf diese, ich sag mal, Grundgeräte zurückgeht. An den Barren, um den Reck, um die Übung einzustudieren, um dann wieder an das Rad zu gehen und dort im bewegten Turngerät die Übung wieder umzusetzen. Ja, die Geschichte war schon vor 90 Jahren. Der Erfinder ist Otto Feig. Der saß im Ersten Weltkrieg bei den Franzosen im Gefängnis und ist früher als Kind mit einem Fassreifen den Berg runtergerollt. Und dann hat er sich gesagt, da lässt sich doch bestimmt noch mehr raus machen. Hat das weiterentwickelt, ist von der Pfalz nach dem Krieg in die Rhön gezogen, seiner Frau zuliebe. Hat dort eine Schweißerei, Lohnbiegerei gemacht und hat dann dieses Rhönrad erfunden. Hat es 1925 zum Patent angemeldet. Einmal das Universal, wie wir es heute kennen, aber auch noch andere Versionen, die schmaler waren oder so ineinander gesetzt. Und was wieder neu aufgekommen ist, ist das Sür- oder Single-Wheel-Rad sozusagen, wo nur ein Reifen ist. Auch das gab es damals schon. Und das war 1925. Wann und wie bist du zum Rhönradturnen gekommen? Das ist jetzt auch schon wieder 28 Jahre her. Da hat mein damaliger Turnverein eine Kooperation mit dem Gymnasium gemacht, auf dem ich war. Mein Sportlehrer hat gesagt, hey, wer hat Lust mitzukommen? Ich bin hingegangen, ja, und bin seit 28 Jahren mit dabei. Ist es, was dich daran so reizt? Die Vielfalt. Das Rhönradturnen bietet so viele Möglichkeiten. Es ist also nicht nur wie beim Fußball, was aktuell ist gerade, einem Ball hinterher zu laufen und zu schießen, sondern man kann Schnelligkeit, man braucht Balance, man hat Kraftübungen, man kann was zu zweit, zu dritt in der Gruppe machen. Man hat allein die drei verschiedenen Disziplinen. Wir haben das Geradeturnen, wir haben die Spirale, wir haben den Sprung, das Ganze noch auf Musik. Also es läuft so vieles da ineinander, dass also die Vielfalt einfach das ausmacht. Was macht man denn in der Gruppe? Da machen wir Schautouren mit. Das heißt, man kann ja, wo das Rhönradturnen den meisten bekannt ist, als Showaufführung mitmachen. Vielen Berlinern ist auch das Feuerwerk der Turnkunst vom Niedersächsischen Turnerbund bekannt. Da waren wir ein paar Mal mit dabei, entweder zu zweit in einem Rad, da haben wir eine sehr schöne Nummer im Tango gemacht, aber auch mit 8 Leuten und 4 Rädern. Oder wir waren beim Deutschen Turnfest, da hatten wir, jetzt muss ich überlegen, um die 40 Räder, 80 Leute dann im Stadion und solche Geschichten. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, ja, Shows zu machen in der Gruppe. Und du bist hier der Trainer? Ich bin der Trainer zum einen hier von der Turngemeinde Berlin. Ich bin der Lehrwart in Berlin. Und ganz oben drüber bin ich auch noch, wie nennt es meine Kinder immer so schön, Lord of the Rings, also Herr der Ringe für Deutschland. Ich bin der Vorsitzende vom Deutschen Turnerbund Rhönradturnen. Ja, dementsprechend habe ich auch da einige Funktionen inne. Und jetzt haben wir schon ein bisschen gelernt, es gibt für jede Körpergröße ein anderes Rad, also auch eine andere Größe des Rades. Richtig, korrekt. Also das ist, wir haben es in 5 cm Abschnitten immer dann dabei, sodass man dann sich die Kinder oder wer auch immer mit reinkommt, auf die Bretter stellt und guckt, wie passt das mit den Armen. Weil die müssen ausgestreckt sein können. Nicht ganz ausgestreckt, ein Arm gestreckt am Griff und der andere darf so keinen 90-Grad-Winkel ergeben, dann passt das. Der eine hat ein bisschen längere Arme, der andere ein bisschen kürzere Beine oder so und dann variiert das dann dazu. Aber so ungefähr Körpergröße plus 40, 50 cm, dann hat man einen Richtwert, wo das passt. Wie viele Mitglieder habt ihr hier, beziehungsweise wie viele machen davon Rhönradturnen? Da muss ich gestehen, es sind immer relativ wenige. Es gibt wenige Rhönradvereine, die viele haben. Wir haben so etwas unter 20 Mitglieder hier dabei, wo natürlich immer gerade bei den Kindern nicht immer ganz alle aktiv dabei sind. Ein Rhönradverein mit ungefähr 30 Leuten, das ist schon ordentlich. Es gibt ganz wenige, die über 50 kommen. Wir sind mit unseren 15 bis 20
ganz gut dabei, wobei man aber sagen muss, als einzelner Trainer ist das natürlich immer schwierig, weil ich kann mich nicht vor die Gruppe stellen und sagen, jetzt machen alle mal eine Übung, sondern ich muss mich individuell mit jedem beschäftigen und das sind dann schon mal 10 bis 15 Minuten mindestens, bedeutet also in der Stunde kriege ich 4, 5 Leute trainiert und dann kann man sich mal ausrechnen, was für Trainingszeiten und ja, deshalb funktioniert das einfach nicht mit ganz vielen Leuten. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Und man ist auch nicht so mobil, ne? Du kannst jetzt nicht mal eben sagen, wir fahren in eine andere Turnhalle. Was macht ihr dann mit den Rädern? Die Räder sind teilbar, teilweise. Die kleinen Räder, so wie wir sie neben uns stehen, haben ein bisschen. Aber das hier auch nicht? Nein, das noch nicht. Das ist, passt noch durch die Türen, weil für uns ist ja immer die Frage, passt es durch die Hallentüren? Ab einer Größe von 2 Meter und darüber ist es teilbar, entweder halbteilbar oder viertelteilbare. Die viertelteilbaren passen auch in den Kofferraum mit hinein. Hier in Berlin sind wir in der glücklichen Lage, dass wir 7 Vereine haben, die an 7 unterschiedlichen Tagen trainieren, sodass, wenn wir uns sehr intensiv auf Wettkämpfe vorbereiten, einfach mal Gastturner woanders sind, beziehungsweise wir haben auch relativ viele Gastturner bei uns hier, weil wir von der TIP die glückliche Lage haben, die größte Halle im Training zu haben, sodass man dann, wir werden es hinterher nochmal sehen, wenn mit Spirale geturnt wird und so weiter, man doch ein bisschen mehr Platz braucht und das funktioniert hier besser als in manchen anderen Hallen von anderen Vereinen. So, jetzt kommen wir aber zum Ernstfall. Ich will es auch mal probieren. Sehr gerne. Du hast schon Hand- oder Fußfesseln? Was ist das? Das sind die Bindungen. Also nicht so martialisch, wie es aussieht oder sich anhört. Also Bindungen, mit denen man sich festmacht. Das Ganze geht gleich jetzt hier in das Rad rein. Ich kann es einmal kurz demonstrieren. Hier hinter kommt ein Fuß drauf. Ich demonstriere das mit der Hand. Wird festgemacht durch die etwas weichere, gepolsterte Variante. Hab dann die lange Schlaufe, die unter dem Brett hindurch geht. Geht durch die Metallöse hindurch, den gleichen Weg wieder zurück und dann kann ich das anhand der Dicke der Füße einstellen. Ich mache das nochmal auf dem nächsten Brett. Wie gesagt, einmal kurz drumherum. Das brauchen die Profis dann aber nicht mehr. Doch, es ist vorgeschrieben beim Wettkampf eine gewisse Anzahl in Bindungen, also in beiden Bindungen, in einer Bindung zu machen. Das sind hinterher in den obersten Klassen tatsächlich nur noch eine Bindung in beiden und eine Bindung in 2 Bindungen dann dazu. Dann gehen die meisten raus. Am Anfang macht man aber durchweg alles in Bindungen zur Sicherheit. Was würdest du sagen, worauf kommt es denn da hauptsächlich an? Ist das was, wo alle Muskeln mitspielen oder ist das so ein Bauchding, wo man so... Nein, überhaupt nicht. Die Spannung. Es ist wie klassisches Turnen, sehr viel Spannung dabei und dazu noch gepaart mit Gleichgewicht. Also wir haben jetzt nicht wie bei den Ringen extreme Muskeln dann dazu, sondern es ist mehr so diese Tiefenspannung, die man braucht im Rumpf. Ich brauche das Gleichgewicht, eine gewisse Geschicklichkeit, weil ich bin auch teilweise oben auf dem Rad, wo ich dann Gleichgefühl sozusagen im Po oder in den Oberschenkeln braucht, dann dazu sitzen und dann manchmal sehr schnelle Sachen. Aber ich habe auch Kraftübungen in der Brücke, wo ich mich eigentlich halten muss oder sowas in der Richtung. Dementsprechend, ja, ich würde immer sagen, Balance, Gleichgewicht und diese Spannung, das ist das, was man braucht. Das heißt, es könnte sein, dass ich mich hier überhaupt nicht mitbewege, dass ich überhaupt keine Runde schaffe. Doch, die ersten Runden, das schafft jeder, definitiv. Man schafft bloß nicht mehr aufzuhören dann, anzuhalten. Auch das funktioniert. Du bist ja gleich, wenn wir es sehen, der Motor und die Bremse. Das ist immer spielerisch, wirst du gleich sehen, du sitzt auf einer Wippe, du schaukelst und bremst, das ist überhaupt nicht das Thema. Wie bei jeder Sportart wird es schwierig hinter in den Details. Das heißt, wenn ich eine gewisse Schwierigkeit erreiche, wir haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, Nullteile, A, B, C, D-Teile. Und wenn man so ein D-Teil turnt, da kommt das genau aufs Timing drauf an. Und dann ist das manchmal so eine Millisekunde zu früh oder zu spät, dass es nicht klappt. Oder ich habe halt zu wenig Spannung und dann klappt es nicht. Dann wird es schwierig. Aber die ersten Anfänge, das ist das Schöne, jeder hat sofort Erfolg. Ich turne ein A-Teil. Minus A wahrscheinlich noch. Es ist tatsächlich ein Nullteil, was wir als erstes machen. Ja. Hat aber nur in der Wertigkeit bei den Wettkämpfen etwas zu tun. Jetzt einfach mal mit den Füßen in die Bindung rein, auf die Bretter drauf und den Fuß ganz weit nach vorne schieben, dass die Bindung bis oben an den Spann sitzt. Andere Seite natürlich auch nochmal. Und jetzt eine kleine Evolutionsstufe zurück zum Affenwerden und um den Ast drumherum klammern. Das heißt, du versuchst die ganze Zeit den Fuß oder die Füße um das Brett drumherum zu klammern. Und die Hände können das natürlich ein bisschen besser als die Füße, aber das machst du mit den Füßen auch die ganze Zeit. Der Rest bleibt jetzt gerade. So wie du jetzt stehst,
Einfach stehen bleiben, ich kontrolliere deine Füße und wir rollen einfach mal rum. Gut? Mhm. Gut. Und immer schön an den Affen denken, der sich da rumklammert, die Knie durchdrücken. Und schon sind wir wieder da. Wir machen mal einen Test dazu. Wir rollen wieder zurück. Ich habe die Füße, du lässt alles gerade. Vertrau mir, ich habe sie hier. Und was du jetzt machst, du lässt einfach mal die Hände los. Einfach mal loslassen. Merkst du, du hängst in deinen Füßen und den Beinen. Und wenn wir weiter rollen, alles gut. Da zieht der Arm hoch und jetzt rechts aufmachen und bremsen. Die Knie immer noch schön durchdrücken, die Füße klammern und hier unten einmal kurz den Arm wechseln, das Rad hochziehen, Knie bleiben gerade, Füße klammern, Arm wechselt, zieht hier hoch, Knie bleiben immer noch gerade und jetzt einmal kurz öffnen, 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 öffnen zum Bremsen, genau, sonst zieht sich das Rad runter. Und beim Hochkommen jetzt beide Arme los und bremsen. Jawohl. In den Beinen ausgleichen. Ich gehe raus und denke so, an der Stelle hatte ich auch noch nie blaue Flecken. Aber es kommt immer das erste Mal. Ja, genau. Ja, Dirk, ich fand es jetzt am meisten überraschend, wie doll man mit den Füßen arbeiten muss. Das stimmt. Also die ersten, also jeder, der erstmal drin gewesen ist, beklagt sich dann über rote Striemen oder sowas an den Füßen. Und das erwartet halt keiner. Man sieht es von außen nicht, wie stark man mit den Füßen arbeiten muss. Ja, genau. Und langsam das Gewicht verteilen nach vorne. Achtung, der nächste ist der große Abstand zwischen den Griffen. Die sind hier nicht mal gleich, sondern das sind jetzt große Abstand. Aber das ist super. Und nochmal weiter. Ja, und da kommt's schon. Und aber ansonsten könnte ich anfangen hier bei euch. Im Verein zumindest kann man ja immer anfangen. Ne? Auf jeden Fall. Und ich bin super überrascht, wie viel Spannung du schon mitbringst, gerade bei dem Hamsterlauf. Ich musste da gar nicht viel halten, sondern die Grundspannung war da. Das höre ich oft. Im Hamsterlauf bist du gut. Ja, das kommt auch häufig vor.